Ja, die Richterin Cherise setzt sich wieder nach vorne auf die Bank des Richters, klopft mit ihrem Hammer dreimal auf die Platte und eröffnet die Verhandlung wieder. Gerichtsschreiber, bringt mir doch bitte die Liste der Zeugen, die vom Ankläger und den Angeklagten nach vorne gebracht werden sollen. Ja, es kommt ein Diener herbeigelaufen, der dir dann eine große Liste mitgibt. Die Zeugen, die die Räume aufrufen wollen, sind vor allem schriftliche Zeugengeständnisse, die dann direkt aus Elberum kommen, von nicht nur Knallzeugen, sondern auch Leuten, die es tatsächlich dann gesehen haben. Das sind schriftliche Eingeständnisse, die dann auch mit einem Eid dann auch bekundet werden, dass sie hier die Wahrheit sprechen. Und das sind dann das Stück, es sind ja 10, 11 Schriftstücke, die quasi alle das Gleiche sagen. Sie sagen aus, dass ein riesiger Feuerball oder ein Feuerwesen, einige betiteln es sogar auch als Dämon, in dieses Armenhaus, in dieses Waisenheim, eingedrungen ist und nach kurzer Zeit, nachdem die Löschversuche funktioniert haben, sind dann mit Aggressivität und mit zornigen Gesichtsausdrucken sind dann Jalan und Boltax hineingelaufen. Es gab dann verschiedenste Ausrufe, die man hören konnte, Hilfeschreie und dann sind die Gräume rausgelaufen. Es gibt auch zwei Berichte von den Gräumen, die dann vertrieben worden sind. Die können dann, ich würfel gerade mal für die Gräume auf Magiekunde. Geodische Magie ist natürlich auch für die um Schwert um 15. Ui, mit der 13. Ja, haben die das? Haben die das? Was ist denn Magiekunde? Was wird das gewürfelt? Das ist das letzte. Klugheit, Klugheit, Intuition. Intuition. Nee, Intuition, das reicht nicht. Also sie wissen nicht, was der Magnetismus ist. Sie wissen nur, dass ihre Abwehrmaßnahmen gegen Plünderung nicht so funktioniert haben. Sie wurden magisch ausgeschaltet, aber sie wissen nicht wie. Das wird zu Protokoll gegeben und dass sie bedroht worden sind bei ihrem Leben. Sie wurden erpresst, also nicht nur bedroht, sondern sie wurden erpresst, dass sie einen Edelstein bekommen, wenn sie jetzt verschwinden. Alternativ werden sie getötet. Das ist die Aussage, die schriftlich vorliegt. Haben Sie ist bei der Aussage mit aufgeführt, wodurch sie getötet werden? Oder von Also wem sie erpresst werden? deckt sich das mit dem, was der Ankläger gesagt hat, oder steht da einfach nur getötet und nur erpresst? Zeit für einen schriftlichen Ausdruck. Schriftlicher Ausdruck? Ja, wie man sowas vollständig aufschreibt, Naja, ist, glaube ich, schriftlich es ist Ausdruck, eine ne? Rechtskundeprobe. Na gut. Nee, Das sieht aber noch, nicht gut Junge, aus. nee. Yes! Ja, dann das, was du gerne willst. Ja, dann steht da durch Leute. Dass sie durch Leute getötet werden? Ja. Okay, ja, aber dann steht das da. Die können uns vermutlich nicht auseinanderhalten. Die wissen nur der Große und der Kleine. Also, war schon Zwerg und Mensch, ne? Aber sie haben nicht geschrieben, von wem? Jetzt von den Zwergen oder den Menschen oder ihrer Großmutter? Also vorne steht drin, ein Zwerg und ein Mensch sind reingelaufen, einer in Gold und einer in Leder. Leder? Nö, das klingt wie der Anfang von einem Stoff. schlechten Porno. Genau, Stoff. Genau, also sind reingelaufen und dann wurden sie bei ihrem Leben bedroht. Also von Magie steht da so auch nicht. Genau, das sind die Zeugenaussagen von 11 Gräumen und zwei waren eben, wie gesagt, dabei. So, dann schauen wir mal nach. Ihr hattet gesagt, die Ich frage Gräume das haben nochmal. maximal SO7 oder was? Zumindest nach der dunklen Zeitenbox. 5 bis 7, ja, 5 maximal. bis 7, na komm, dann machen wir den Durchschnitt. Dann habe ich 11 Gräume. Es sind Gräume aus Elberum. 11. Ja und? Aus Dämonenbündlerstadt. Okay, ist egal, Na ist gut, egal. dann machen wir 11 mal 5. Ne? Hast du recht. Sind ja nicht alles Paktierer, aber es sind auch Händler dabei. Also 11 mal 5 sind 55, da brauche ich auch keinen Taschenrechner für. Kann ich das so einfach rechnen? Nee, kann ich nicht. Ich muss aus 11 für 12. 12 halbe.
Körbe sind 6 und 6 mal 5 sind 30 Punkte. Das heißt, ich bekomme 30 Punkte Zeugenaussagen. Ja, bevor wir daran arbeiten. Lass mich mal. Ich habe auch zwei, drei Sachen. Ja, gut, also das sind jetzt erstmal nur die verbrieflichten Aussagen von 11 Gräumen. Von 11, nicht von 2 Gräumen und 11 Typen, sondern von 11 Gräumen. Ja, die werden hier natürlich auch alle mit Namen genannt. Ist jetzt die Frage, ob so viele Gräume anwesend waren. Ne? Das müsstet ihr jetzt mit schriftlichem Ausdruck oder sowas, müsstet ihr dann mal jetzt versuchen, das zu enttarnen. Wie viele davon beschreiben, dass sie in dem Haus waren? 2. Und der Rest sagt nur, sie waren draußen und haben Feuerdings gesehen. Genau, die Aussagen sind auch alle deckend, sagen alle das gleiche aus. Ja, dann beantrage ich zuerst mal, dass die gestrichen werden. Denn die ergeben der Beweislage nichts. Vor allem von draußen. Denn die Anklage ist nicht, ihr habt einen Dämon da hineingeschickt. Die Anklage ist Brandstiftung. Und sie sagen weder, dass wir etwas gebrandstiftet haben, noch dass Brand gestiftet wurde. Ja, dann werdet ihr trotzdem wegen Plünderung gehängt. Dann sagen sie, dass wir in das, ohne gezogene Waffen, wohlgemerkt, in dieses Haus gegangen sind. Mit einem aggressiven, verstörenden Gesichtsausdruck. Einspruch, das ist eine Einschätzung, die man so nicht tätigen kann. Wir haben die Tür nicht aufgebrochen, wir hatten unsere Waffen stecken. Und wir sind nicht nebst der Soldaten, die wir dabei hatten, eingebrochen. Das wäre die stümperhafteste Plünderung von allen. Ich beantrage eine Streichung. Moment, es gibt auch briefliche Zusicherungen von einem Medikus, der jetzt sagt, dass sie unter Seelenschmerzen leiden und dass sie seitdem unter Angst vor Preiosgeweihten und Zwergen leben und das ist ganz furchtbar. Einem elburischen Medikus aus der Schule der Schmerzen vielleicht? Also ein Medikus. Dann schreiben wir den erstmal so, durch den Kakao. Das sind die Aussagen. Also sie leiden furchtbar unter Schmerzen. Das sind die Aussagen. Das sind erstmal 30 Beweispunkte, die ich erstmal so aufschreibe. Jetzt müsstet ihr natürlich 5 von diesen könntet ihr als Fälschung entlarven. Hat jemand von euch, es ist halt schon irgendwo gelogen. Ja, was ist das? Menschenkenntnis? Nee, es ist keine Menschenkenntnis. Ist es schriftlicher Ausdruck oder was ist das? Da gibt's doch hier sowas, ja, schriftlicher. Also ich möchte, wie gesagt, erstmal nicht an den Fälschungen rumdoktern, sondern direkt die neuen Beiträge von draußen. Ja, aber die sagen ja im Grunde nur aus, dass du in das Haus reingegangen bist und richtig, das ist ja schon Tatbestand. Sie stützen in keinster Weise in Angriff. Wir sind nicht eingebrochen, wir sind hineingegangen. Nee, Handschriftenanalyse ist nicht schriftlicher Ausdruck. Das ist Wissen auf die Schrift, meine ich. Da müsste man dann auf die Schrift selbst würfeln. Ja, dann macht Abel mir die alle platt, weil Abel okay, mit aggressivem Gesichtsausdruck an ein Haus zugehen machen, das machen auch CTG-Mitarbeiter, trotzdem brechen die nicht ein. Die unterstützen die Aussage der anderen drinnen, dass ihr da drin wart. Wir waren drin, das steht ja nicht in Abrede, aber sie unterstützen ja, aber das die Anschläge. Sie unterstützen weder, dass wir Brand gestiftet haben, sie unterstützen nicht, dass wir auf den Zivilbevölkerung übergriffen haben, sie unterstützen nicht, dass wir geplündert haben. Doch, aber denn was sie danach unterstützen, da ist, dass danach die Gräume aus dem Haus fliehen, offensichtlich schwer angeschlagen. Ja, aber dann kannst du die nicht genauso bepunkten, als wäre es eine direkte Belastung. Ja, die haben doch auch nur 30 Punkte mit 11 Aussagen, mal 5 sind 55, mein Junge, du kriegst nur 30, sei doch zufrieden. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du die dann nicht so bepunkten kannst, als wäre es eine Belastung. Ja, komm. So, also, dann, wenn du sagst, das ist ein schriftlicher Ausdruck, dann würfel mir mal gräumische Schriften. Haben wir nicht gerade gesagt? Ja, nee, die Aussagen sind auf gräumisch verfasst. Sie sind auch im Gareti, beziehungsweise im Tulamidia sind sie auch vorliegend, aber wenn ihr jetzt wirklich mal was herausfinden wollt, ne, dann bitte auf die gräumische Sprache. Würfel ich auf Gareti würfeln. Die gräumisch hat nur eine Sprache, aber die Schrift ist, die benutzen Schriftzeichen. Nee, Krim ist Exisch. Was ist Exisch? Nee, ich glaube, Gräume nutzen ganz normales Gareti. Ganz normale Kusslücke. Also, genau. Die haben doch eine eigene gräumische Schrift. Ich wüsste nicht welche. Kannst du doch eben im Wiki gucken, das steht auch da 100%. Wiki ist down gerade. Mhm. Lass mich mal ins WDS schauen. Dunkle Zeiten. Ja, auf jeden Fall ist hier gräumisch, hat Komplexität 17. Ja, gut, aber sagt mir über die Schriften nichts. Dunkle Zeiten in der Ordnung und Chaos müsste das mal drinstehen. Das könnt ihr mal recherchieren. Ansonsten lasse ich euch Gareti plus 10. Gareti als Sprache oder Schriften kurziger Zeichen? Ja, nee, es ist Tulamidisch. Wir sind in Zorgern. Dann ist es Tulamidische Schriften plus 10. Tulamidische Hausschriften habe ich nicht mal. Ich auch nicht. Aber Gareti wärst du richtig gut, oder nicht? Ja. Kurziger Zeichen.
Ja, da hast du doch irgendwie 14 Punkte oder so. 12. Ja. Ich meine, Schriftenkunde könnte helfen. Hat das jemand? Ja, Schriftenkunde würde ich halt auch zulassen. Nein. Ja, aber das hat halt auch niemand. Ich hatte vorhin noch überlegt, ob ich es aktiviere. Fuck. Ja. Also, Schriftenkunde würde ich halt wieder auch eine Ableitung zulassen. Wenn wir geräumische Schriften, dann könntet ihr zumindest die so entlarven. Es ist Ordnung ins Chaos? Ordnung ins Chaos müsste das drin stehen. Dass es nicht PDF suchbar steht. Gut. Also ich bestehe immer noch auf meine Streichung. Weil die Anklage nicht stützen. Ja, die unterstützen halt die Aussage der Gräume, dass sie aus dem Haus geflohen sind. Die unterstützen, dass sie im Haus waren. Das haben wir nie bestritten. Ja, aber sie... Und über einen Gesichtsausdruck lasse ich mir hier keine SO-halbe Beweispunkte zusammenschustern. Also sorry, wir hatten die Waffen nicht gezogen, das steht auch da nicht drin. Wir haben die Tür nicht eingetreten, auch das steht da nicht drin. Und da steht auch nicht drin, dass wir irgendwie einen Feuerball auf dieses Haus geschmissen hätten. Also die Gräume, die drin waren, gebe ich dir, gerne. Egal, ob sie gefälscht sind oder nicht. Aber die Leute draußen, sorry, das ist kein Beweis. Das ist Papierkram. Da will ich aber nicht. Ja, gut, aber du hast den aber schon. Die Rechtskunde kannst du haben. Die Rechtskunde gebe ich dir. Jetzt sofort auf die Kralle. Ich möchte mir wackeln. Okay. Sehr gut. Das ist ja wert. Lass mich nur gucken, ob mein Wert aktuell ist. Also ich sehe hier gerade in der dunklen Zeitenbox, gibt Schriften und Sprachen und da steht Muttersprache geräumisch. Mhm. Das ist aber. Steht jetzt. Machen wir erstmal die Liturgie. Genau, zur Schrift weiß ich nicht. Ich spreche räumisch. Ich kann gerne drauf würfeln. Ich bekomme die Hälfte von 14 sind 7 plus 5, 12 Punkte auf meinen Rechtskundewert. Angemerkt, es ist keine Erleichterung, es ist eine plus Rechtskunde. Ich trage das kurz in meinen Dings ein. Sollte es notwendig sein, würfe ich auch gerne auf. Jetzt habe ich meine Rechtskunde gelöscht. Sag mir kurz jemand die Attribute. Klug Int. Ja, die Zwerberleichterung brauche ich auch. Ey, wieso? Du hast doch bestimmt Rechtskunde. Das ist ein Crit. Wie viele Punkte? Das sind dann also insgesamt 36. Warte, bei einem Crit wird es verdoppelt. Ja, du hast mehr als ne? Also das sind dann also bei einem Crit 72 THP Stellen. Ja, okay, dann müssen wir halt auch nicht diskutieren. Nochmal. Ist das jetzt gerade richtig? THP 23? Ein Mirakel gibt dir keine Erleichterung, sondern echte THP, die du auch echt überbehalten kannst. Ja, aber dann sind das trotzdem 23 mal 2 und nicht 36 mal 2. Stimmt. Hat er die schon verdoppelt? Hä? Ach ja, sorry, ich habe die 12 Punkte hinten bei Bonus eingetragen, wo normalerweise die Dings hingehört, die Spezialisierung, deswegen hat er sie nicht mitverdoppelt. Es ist nur das Doppelte von 23. Du hast recht. Es sind nur 46. Ja. Schlecht. Ja, dann, okay, als Mensch haben kann. Dann kannst du halt jetzt mit einem, weiß ich nicht, einstündigen Vortrag die Sheridas unglaublich langweilen und am Ende kannst du die in der Luft zerreißen und alle applaudieren. Selbst der Geräum guckt da und denkt so, ja, okay, er hat recht. Wow. Ja, dann! Freios Vult! Rassistensau. Das ignoriere ich gekonnt. So geht man mit diesen Anschuldigungen um. So und nicht anders. Hat die Anklage... Achso, nee, ist nicht meine Frage zu stellen, sorry. Ich setze mich dann wieder hin. Ansonsten gibt es noch eine Zeugenaussage von Iphemia von Elberum, die wird dann eben auch das zu Protokoll geben, dass mit Isarun gesprochen worden ist, dass... Iphemia ist hier. Nein, eine Zeugenaussage auch schriftlicher Natur, die hast du nicht zerrissen. Ja, nee, aber nur weil du sagst, ich dachte, ja, nee, ist okay. Ihr SO ist, glaube ich, 16 als Landgräfin. Nee, ist okay. Ansonsten müsste ich jetzt nochmal in der... Schleiertanz nachgucken, da steht sie nochmal drin. Ich gehe einfach mal von der 16 aus. Ich glaube, die 17 wird sie nicht ganz haben. Ist auch nur sonst ein Punkt. 16 halbiert sind 8. Und das Ganze ist natürlich auch wieder mit Eid, sind 10 Punkte. Gut, die 30. Moment. Wie kann es beeidigt sein? Ist da die Unterschrift von den Preisgewalten drunter? Ja, Siegel, Stempel. Von den Preisgewalten. Es ist vereidigt. Eine schriftliche, vereidigte Aussage. Okay, was sagt ihr aus? Ja, selbiges, dass ihr angesprochen worden seid, dass es Zeugenberichte gab. Es ist halt sehr oberflächlich, aber sie gibt das zum Protokoll. Und Isarun hat das wohl auch nicht abgestritten. Ihr seid dann abgereist. Also
Es ist schon irgendwo belastend, aber sie ist halt nicht dabei gewesen. Sie sagt da auch die Wahrheit, ne? Also ist sie eher ein Leumundszeuge als ein Sachzeuge? Okay, du hast recht, sie ist ein Leumundszeuge. Dann machen wir 16 Viertel. 16 Viertel sind 4 plus 1 nur, nicht plus 2, sind 5 Punkte. Dann kriegt die Anklage 5 Punkte anstatt den 30. Darf ich dann daran rumkritteln oder darf ich das hinterher tun? Ich meine, sie ist ja nicht hier zu befragen. Du kannst es dir durchlesen, da ist nichts mehr dran. Ich möchte halt ihren Ruf im Kakao ziehen. Ihren Ruf? Ja, ich denke, das liegt auf der Hand, oder? Okay, dann hau raus. Nun, hohes Gericht, meine Damen und Herren Beisitzer, ehrwürdiges Väterchen, diese Aussage liest sich sehr gut und ich bin kein Gelehrter, aber auch die Unterschrift des Beeidigenden sieht echt aus. Nichtsdestotrotz müssen wir uns noch einmal in Gedanken rufen, welche Frau dies hier ist, die als, und ich wiederhole es noch einmal, Leumundszeugin auftritt. Eine Frau, die ein Fähnchen im Winde ist. Eine Frevlerin, eine Verräterin. Eine, die nicht nur das gute und schöne Aranien und ihre preisgefälligen Herren betrog bei der ersten Gelegenheit. Kannst du beweisen, dass sie frevelt? Die, lass mich wieder ausreden, nach ihrer eigenen Aussage, und ihr könnt sie gern befragen, wenn ihr wollt, die Zeit damit verbrachte, zwischendrin Menschen, Unschuldige, an die dämonische Hecke zu verfüttern. Und die dann bei dem ersten Anzeichen des sich wehenden Windes ihre dann gewählte Herrin und das Wort gebrauchen wir immer locker, die Imiona von Zorgan verriet und sich wieder dem Argos unterwarf. Was man ihr zwar zugute halten muss, was ihre persönliche Loyalität wohl aber doch in Frage stellen darf. Die in Elberum einritt mittels einer List. Wollt ihr wirklich von einer solchen Frau euch unseren Leumund bestätigen lassen? Oder den Leumund der Gräume? Darf ich dazu eine Frage stellen? Ihr dürft bitte nicht. Was ist geschehen, frage ich, denn hierin steht nichts, mit dem Gold, das angeblich in diesem Keller lag? Mein Der Herr. Prozess gegen die besagte Iphemia von Nebachut, falls einer stattfinden wird, ist mit aller Verlaub nicht euer Belang. Es handelt sich um eine Angelegenheit, die vollkommen separat von diesem Prozess zu behandeln ist. Aber selbstverständlich doch. Deswegen werde ich dazu keine Aussage treffen. Die in dieser Zeugenaussage geschilderten Geschehnisse sind genauso abgelaufen wie hier beschrieben. Würdet ihr das so sagen? Ich war nicht da. Fuck. Nun, es ist die Wiedergabe von Zeugenaussagen. Der etwaige Ablauf erscheint mir klar. Ich glaube, der Ankläger Gumur hat noch eine Frage. Ihr sagtet gerade, sie wäre mit Täuschung in die Stadt eingeritten. Ist das korrekt? Mit einer List? Ja, dies ist korrekt. Wie seid ihr in die Stadt eingeritten? Wir sind ihr hinterhergeritten. Mit einer List? Dies ist korrekt. Wollt ihr der Dame also vorwerfen, was auch ihr tatet? Im Gegensatz zu ihr war ich nicht der Ausführende. Nur der davon seine Vorteile genießt. Dies könnte man so auslegen, ja. Ich denke dann doch, dass eine List ihr vorzuwerfen gar schändlich ist von euch, wenn ihr diese List doch selber nutzt. Nun, meinen Leumund habt ihr ja bereits in entsprechende Wege gezogen. Das ist wohl richtig. Wobei ich auch euch nahelegen würde, zumindest solche Aussagen über die Dame zu treffen, dass sie sich vermutlich darauf reagieren wird. Zumindest wenn ihr das nicht beweisen könnt. Ich wende mich an den Protokollanten. Meine Entschuldigung, bitte. Ich beantrage eine Streichung. Einspruch. Bitte. Weswegen? Ich beantrage die Streichung, was ich ihr Vorwürfe mache. Ist doch für euch gut. Einspruch. Mögt ihr mir auch einen Grund für den Einspruch nennen? Oder mögt ihr einfach nur das Wort besonders gerne? Nun, da ich ein Vertreter von dem werten Herrn Anwalt Gulmur bin, denke ich doch, dass es, da Iphemia hier selbst nicht vor Gericht steht, sehr wohl allerdings der geweihte Jalan oder Ukurian, denke ich doch schon, dass es für seinen Leumund wichtig wäre, zu zeigen, dass er unter List reitet, obwohl er ein Preisgeweihter ist. Egal, ob er ausführt oder nicht. Und da sollte die Streichung nicht vorgenommen werden. Es wird keine Streichung vorgenommen. Es wird im Protokoll vermerkt, dass euer Gnaden Ukurian von Zorgan darum
gebeten hat. Jedenfalls, hohes Gericht, bedenkt genau das Wesen dieser Frau und deren Aussagen ihr hier unserem Leumund zugute oder zunichte anerkennt. Darf ich... Das werde ich, keine Sorge. Bitte, Ankläger. Darf ich fragen, ist denn irgendwas, was in diesem Bericht steht, eurem Kenntnisstand zumindest falsch? Kann ich den Bericht nochmal hören? Es ist nichts falsch drin. Es ist aber... Ist da etwas drin, das ich als unumstößlich richtig ansehe? Also sie war, wie gesagt, nicht dabei. Sie hat dann von Zeugen gehört, dass ihr dieses Etablissement angegriffen habt, dass ihr als Brandstifter und als Plünderer aufgetreten seid und sie hat euch dann darum gebeten, dass ihr die Stadt verlasst, damit sie euch nicht hängt. Und das gibt sie so weiter. Und der Bericht gibt nur das wieder, von dem sie denkt, es gehört zu haben. Also habt ihr nicht direkt etwas am Bericht zu kritteln, sondern nur an der Person? Und der Bericht an sich ist belang- und substanzlos. Entsprechend ist die Aussage der Person das Einzige, worauf wir uns hier stützen. Werte Ankläger. Wenn ich den Bericht hier genau lese, ist hier mit einer Dame gesprochen worden, die mit euch reist. Ist dies korrekt? Dies ist, entspricht der Richtigkeit. Wäre es möglich, mit dieser Dame ein paar Worte zu wechseln? Habt ihr sie in eurer Zeugen- und Vernehmungsliste aufgeführt? Ich wollte sie jetzt in diesem Fall direkt befragen, weil sie ja direkt auf dieses Ding reagieren kann. Sie war ja anwesend. Ich denke, sie kann ja genau Aussagen dazu treffen, was sie selbst gesagt hat. Ich denke, eine solcherlei Verwirrung der Prozessordnung ist nicht im Sinne des Herrn Priors. Aber ich bin mir sicher, eine solche Entscheidung liegt natürlich beim Hohen Gericht. Natürlich. Wenn ihr diese Frau befragen möchtet, dann sei erst das, euch das selbstverständlich gestattet. Vielen Dank. Tragt also diesen Namen gerne auf der Liste der befragten Zeugen ein. Wir werden sie zu gegebener Zeit in den Zeugenstand rufen. Vielen Dank. Ihr könnt sehen, wie die Tür knallt. Zumindest könnt ihr es als erstes hören. Dann seht ihr, wie mehrere Leute reinpoltern, so ein paar andere Zeugen oder Schaulustige wegstoßen. Und dann tritt hinein ein unglaublich riesiger Hühne, ein Albernier, Schnauzbart, schon grau, vielleicht ein bisschen weiß, um die 60 Jahre, ungefähr so ein knolliges Gesicht, Schnauzbart, schwerer Schritt. Jarlan erkennt ihn sofort an den Stiefeln, wie er da klack, klack, klackt. Über die Holzplanken, die sich so ein bisschen nachgeben und dann neben ihm kannst du auch das Blau eines Felsen erkennen. Resovik Sturmtaucher und Rataral Sanin sind gerade im Gerichtsgebäude einmarschiert, als ob das ihrer wäre. Und gucken sich kurz um, nehmen dann Platz und erwarten einfach, dass sie aufgerufen werden, als ob es jetzt ihre Zeit wäre. Nun, hohes Gericht, ich denke, ich beantrage, die werten Zeugen nicht länger warten zu lassen und sofort mit der Aufrufung zu beginnen. Ich stimme zu. Die Verteidigung hat keine weiteren Sachbeweise vorzulegen. Was macht eigentlich unsere Verteidigerin? Tut die irgendwas? Oder? Ja, die wollte ich gleich noch befragen. Warte mal ab. Ihre Verteidigerin? Ja. Die bezahlt haben. Die ruft doch auch ab und zu Einspruch. Ich höre nur Gräume. Nee. Also in letzter Zeit vielleicht, aber vorhin hatte sie auch ganz oft Einspruch. Für 150 Karten ist ein bisschen wenig. Ja, wie gesagt, ich habe ja noch was mit ihr vor. Ja. Überleg mal, was Gomur gekostet hat. Die Verteidigung ruft in den Zeugenstand Rataral Sanin. Ja, es klunkt wieder und dann setzt er sich in den Zeugenstand und knurrt dann nur Bericht. Wie ihr sehen könnt, wirft man uns einige Unschändlichkeiten vor, deren wir uns erwehren müssen. Danke, dass ihr hier seid. Das Gericht hat im Moment im Zeugenstand die Person Admiral Rateral Sanin. Ist das korrekt? Seid ihr das? Korrekt. Hiermit belehre ich euch, dass ihr wahrheitsgemäß aussagen müsst, nichts verschweigen dürft und mit einer Vereidigung zu rechnen habt, falls es Zweifel an der Wahrheit eurer Aussagen geben sollte. Kron-Donnerwetter nochmal, dazu bin ich bereit. Unterbrecht das Hohe Gericht nicht. Seid ihr bereit für die Befragung? Ei. Nun gut. Schwört ihr also vom Herrn Preis, dass ihr die Wahrheit und nichts als die Wahrheit seid? Hervorragend. Ihr kennt Magister Abemir und mich nun eine ganze Weile. Hattet ihr jemals Zweifel an der Göttergefälligkeit unseres Tuns? Eine ganze Weile. Und diese wurden ausgeräumt wodurch? Ihr habt bei mir als Ruderer angefangen.
Vor ungefähr 2, vielleicht waren das 3 Jahre. Ihr habt einige Vorräte gebracht, die wir dringend benötigten. Und dann seid ihr in Maraskan mit einem Auftrag von mir und der KGI abgestiegen. Würdet ihr also... Da habe ich dann in Kunchum noch einmal wieder gesehen und... Ja, ich war dabei oder hab gehört, dass ihr mit Bayrulat gekämpft habt und dort Palligan habt versucht aufzuhalten. Würdet ihr also unser Handeln als rechtschaffen bezeichnen? Das kann man so sagen. Das Gericht, die Verteidigung hat keine weiteren Fragen. Ich denke, unser Leumund wurde einwandfrei bekundet. Er ist ein Reichsverräter! Der Ankläger, habt ihr weitere Fragen? Ein paar, wenn ich bitten darf. Grolm springt wieder von seinem Stuhl. Ihr seid Herr Ratana... Herr Sanin. Ist das korrekt? Admiral Sanin. Admiral, entschuldigt. Ich bin... Ihr seid vermutlich schon länger auf See als ich hier. Aber es ist ja auch nicht so wichtig. Ihr könnt also bezeugen, dass diese beiden Herren immer im besten Interesse für die Götter gehandelt haben? Oder was für ein genaues Bezeugnis legt ihr hier heute ab? Sie haben fürs Mittelreich gekämpft. Sie haben trotz eines Suchbefehls für Nemrod einige Kisten transportiert und sich dafür in die Gefahr begeben. Kann auch gut sein, dass sie deswegen in Perikum gesucht werden. Ihre Steckbriefe hängen zumindest neben meinen. Darauf wollte ich gleich noch zu sprechen kommen, dass man euch ja auch sucht, aber man hört ja über euch sonst auch viel Gutes, auch wenn man euch sucht. Aber folgendes, diese Herren und Damen sind dann damals für kurze Zeit bei euch gewesen, habt ihr sie lange Zeit erlebt? Wäre es möglich, dass sie euch getäuscht haben über ihren Charakter? Ja, Jalan habe ich das erste Mal vor, wie gesagt, 2 oder 3 Jahren getroffen. Da war er für grob einen Monat an Bord, danach ist er wieder abgestiegen. Und dann habe ich ihn nach einem Jahr wieder gesehen, oder... Ja. Wir haben uns in Kunchum begegnet, eine kurze Besprechung, eine kurze Diskussion, die wir dort hatten. Es ging um Neuigkeiten, wie wir eine Dämonenarche bezwingen können. Und das haben wir dann auch getan. War das die Zeit, in der Herr Greifmund Kapitän einer solchen war? Einer Dämonenarche, natürlich, nur um das fürs Protokoll nochmal festzuhalten. Das waren zumindest die Gerüchte. Herr Greifmund hat diese Gerüchte hier vor Gericht bereits bestätigt. Habt ihr denn weitere Zusammenstöße mit Herrn Greifmund und seiner Arche gehabt? Ich persönlich nicht, aber Teile meiner Mannschaft haben auf Rulat gemeinsam mit ihm in einen mehreren Frontenkrieg gekämpft und wir versuchten, den Splitter an uns zu nehmen, was nicht funktionierte. Gibt es besondere Umstände, warum dies nicht funktionierte? Ist dann Herrn Greifenbunds Treue vielleicht zu zweifeln? Was genau dort ablief, kann ich nicht in aller Präzision beschreiben, da ich zu dem Zeitpunkt gegen die Plagenbringer selbst in den Krieg zog mit meinem Schiff. Hohes Gericht, wir werden entsprechende Zeugen aufrufen. Wird notiert. Also wie genau sich dieses... Was war genau euer Ziel bei diesem Angriff? Was wolltet ihr erreichen? Einen der Dämonenkronensplitter bergen. Und wir haben einen Hinweis bekommen. Und dem sind wir nachgegangen. Sowohl wir als auch der Geweihte. Mittlerweile ist er wohl kein Ritter mehr. Ja, euer Ehrengericht, Einspruch, so führt das hier noch irgendwo hin? Ich wollte nur nachfragen, ob er weiß, ob es vielleicht eure Schuld war, dass der Splitter verlustig gegangen ist. Dazu kann ich nichts sagen. Danke. Mehr wollte ich gar nicht. Das bedeutet, ihr seid fertig? Vielen Dank, liebes Gericht. Gut, der Zeuge Herr Sanin darf sich wieder setzen. Als nächster Zeuge, wen wollt ihr rufen? Ich flüstere ihm noch Danke zu, wenn er mir vorbeigeht.